Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über die Plattform Remotasks sprechen. Remotask ist eine Plattform, auf der ihr ganz viele kleine Aufgaben erledigen könnt. Und ihr werdet natürlich für jede einzelne von diesen Aufgaben bezahlt. Aber nein, das Ganze ist nicht wie zum Beispiel Amazon Mechanical Turk, wo ihr, sagen wir mal, nur zum Beispiel für eine Aufgabe 2 Cent bekommt oder hier mal 5 Cent oder 1 Cent oder 20 Cent, sondern ihr könnt sehr, sehr viel mehr für die jeweiligen Aufgaben bekommen. Und die Aufgaben sind auch nicht so wie auf anderen Plattformen. Das heißt, Remotask ist besonders, weil wir hier Aufgaben haben, die wir auf anderen Plattformen nicht in der Form erledigen können bzw. erledigen müssen. Und wir werden hier über die Plattform meist sehr viel besser bezahlt als auf anderen Plattformen. Genau deswegen wollte ich euch das Ganze heute mal vorstellen, weil normalerweise sage ich auch immer, gerade bei solchen Plattformen wie zum Beispiel Amazon Mechanical Turk, da kann man einfach nicht davon ausgehen, dass man das Ganze Fulltime machen kann und vor allen Dingen auch von dem leben kann, was dann Fulltime rauskommt. Bei Remotask würde ich euch natürlich auch nicht empfehlen, dass ihr das Ganze Fulltime macht, aber ihr könnt zumindest in der Zeit, die ihr investiert in die Plattform, sehr viel mehr verdienen als bei Amazon Mechanical Turk. Was genau ist das also nun hier für eine Plattform? Wie genau verdient man sein Geld? Hier steht zuallererst mal Folgendes, nämlich Make Money Doing Tasks. Wir können ja mal hier runter scrollen und können uns das Ganze näher anschauen. Nämlich an sich, zuallererst muss man natürlich hier auf der Plattform einen Account erstellen, anschließend dann lernt man, wie das Ganze funktioniert, wie die Tools hier auf der Plattform funktionieren, dann erledigt man die eigentliche Arbeit und dann kriegt man natürlich sein Geld. Wie genau kriegt man sein Geld? Sein Geld kriegt man einfach ausbezahlt via PayPal und das einmal pro Woche. Das heißt, ihr werdet hier auch regelmäßig ausgezahlt. Dann können wir jetzt weiter nach unten scrollen und können uns hier mal genauer anschauen, was das denn eigentlich alles für Jobs sind, die wir erledigen müssen. Das Ganze ist unterteilt in 6 unterschiedliche Unterkategorien, nämlich einmal Images. Und das persönlich finde ich ganz interessant, nämlich das ist praktisch eine von den Aufgaben, die ich noch auf keiner anderen Plattform exakt in der Form gesehen habe. Nämlich, was man hier tut, ist, man muss bestimmte Dinge einkreisen. Zum Beispiel, ich denke, viele von euch kennen vielleicht von Google so etwas wie, man muss anklicken, sag ich jetzt mal, auf welchen Fotos eine Ampel zu sehen ist. Hier ist das Ganze so, dass man das Ganze wirklich einkreisen muss. Das heißt, man müsste hier sagen, okay, da befindet sich zum Beispiel ein Auto, hier befindet sich noch ein Auto und da befindet sich noch ein Auto und sonst befindet sich nirgendwo ein Auto. Und wir haben hier also praktisch die Option, diese Boxen, sage ich jetzt mal, um die jeweiligen Gegenstände herumzuziehen. Und wir müssen natürlich dann halt einfach nur sagen, okay, das ist ein Auto, das ist XY, das ist Z oder was auch immer. Das heißt, unsere Aufgabe ist es dann zum Beispiel, markieren Sie alle Autos und dann müssen wir halt uns ein paar Bilder angucken, müssen jeweils die Autos dort markieren und kriegen dann für diese Aufgaben Geld. Viele von euch werden sich sicherlich fragen, warum macht man das? Ich meine, warum kriegt man denn überhaupt dafür Geld? Viele Firmen, die zum Beispiel einen Bot oder dergleichen entwickeln oder eine Software entwickeln, die wollen natürlich, sag ich jetzt mal, sicherstellen, dass die Software auch wirklich gut funktioniert. Und wie kann eine Software am besten lernen? Klar, durch Menschen. Dementsprechend, wenn wir zum Beispiel diese Art von Test durchführen, dann können wir natürlich dem Bot sagen, okay, das ist ein Auto und das ist zum Beispiel kein Auto. Das ist schon wieder ein Auto und das ist wieder keins. Und der Bot lernt dadurch, der wird immer smarter dadurch. Und genau für sowas wird solch eine Plattform hier verwendet. Dann gibt es zum Beispiel die Option 3D, annotate 3D data from LiDAR and radar sensors to help self-driving cars move forward. Das heißt, man analysiert praktisch diese Daten, man zeigt halt an, okay, wo befindet sich ein Auto, wo befindet sich keins und so weiter und so fort. Dann gibt es hier OCR transcription, nämlich transcribe important content from images or documents and menus. Das heißt, es gibt beispielsweise dann auch gerne mal vielleicht ein etwas verschwommenes Bild. Auf diesem Bild befindet sich halt, sagen wir mal, ein Menü drauf und dieses Menü hat, sagen wir mal, 10 Punkte drauf und wir müssen einfach diese Punkte abschreiben und die halt in Rohform bringen. Das heißt, wir müssen aber den Text dann aufschreiben. Und das kann zum Beispiel halt auch wieder relevant sein für Bots, das kann relevant sein für Unternehmen, die vielleicht irgendwie haufenweise Bilder bekommen haben, diese auswerten sollen und wir können natürlich dann diese Aufgaben für sie übernehmen. Dann haben wir noch Folgendes, nämlich Categorization. Wir können also hier eine Kategorisierung durchführen oder können zum Beispiel sagen, okay, es handelt sich dabei um ein blaues T-Shirt, ein weißes T-Shirt, ein schwarzes T-Shirt oder was auch immer. Es handelt sich dabei um überhaupt ein T-Shirt oder ein Hoodie oder eine Jacke oder was auch immer. Dann haben wir hier noch sogenannte Comparisons, das heißt, wir können hier Dinge miteinander vergleichen und kriegen natürlich auch dafür Geld. Und dann noch Data Collection und hier können wir zum Beispiel dann, sag ich jetzt mal, im Internet bestimmte Dinge uns anschauen beziehungsweise werden gebeten, bestimmte Daten zu generieren und diese Daten müssen wir dann hier eintragen. So einfach ist das Ganze, das sind die unterschiedlichen 6 Aufgaben, die man hier auf der Plattform erledigen kann. Und ich denke mal, eigentlich ist keine von diesen hier so wirklich kompliziert. Die 3D-Option muss ich ehrlich euch zugeben, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen, weil das relativ, also nicht unbedingt komplex ist, aber es ist zumindest etwas, was man wirklich gar nicht auf anderen Plattformen findet. Aber das Interessante ist, dass halt diese Plattform hier praktisch etwas bietet für jede Person. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schon Transcriptions anbietet, könnt ihr es natürlich auch über diese Plattform hier tun. Wenn ihr eher im Bereich Data Entry seid, könnt ihr, wie gesagt, auch jede Zeit hier arbeiten. Oder wenn ihr einfach euch ein bisschen, oder wenn ihr vielleicht die Möglichkeit habt, online ordentliche Recherchen anzustellen, beziehungsweise ihr kennt euch damit gut aus und könnt
das Ganze, dann wie gesagt könnt ihr auch hier solche Dienstleistungen durchführen und werdet wie gesagt dafür bezahlt. Es gibt ja auch so ein paar Kundenstimmen, das heißt von Leuten, die das Ganze schon gemacht haben. Das ist alles wie gesagt sehr, 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 sehr positiv. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich wichtigen Punkt, denke ich mal, für euch, nämlich wie genau funktioniert das Ganze. Also kann ich das zum Beispiel von meinem Handy aus machen, wenn ich zum Beispiel morgens im Bus sitze oder was weiß ich, vielleicht im Stau stehe oder was auch immer, wenn man vielleicht mal Zeit hat oder abends auf der Couch sitzt. Man kann praktisch in das Dashboard vom Smartphone einloggen. Komplexere Aufgaben lassen sich leider nicht vom Smartphone machen, aber die einfachen Aufgaben, die könnt ihr auch jederzeit von eurem Handy, von eurem Smartphone aus erledigen. Dann, wie sieht das aus? Ihr werdet ja via PayPal bezahlt. Es gibt einfach nur so eine 2% Transaction Fee. Das heißt, 2% werden nochmal abgezogen, aber ihr kriegt dann, wie gesagt, den Rest ausbezahlt. Natürlich, die Plattform nimmt sich natürlich auch Geld vorher, wenn die halt die Aufträge von ihren, sag jetzt mal, Unternehmen bekommen. Ihr kriegt ja dann halt gesagt, okay, du kriegst so und so viel Geld, wenn du diese Umfrage ausfüllst, oder du kriegst so und so viel Geld, wenn du dieses Foto hier mal abschreibst. Aber von diesem Geld geht da nichts mehr runter. Da gehen dann wirklich nur noch diese 2% von PayPal runter und das war's sonst. Es gibt hier auf der Plattform durchgehend Aufgaben, das heißt, ihr könnt immer an diesen Aufgaben arbeiten und hier steht auch übrigens Folgendes, nämlich each project has a specific number of available tasks, take more courses and get enabled to work on more projects. Das heißt, ihr habt halt hier nicht nur die Möglichkeit, einfach nur simple Aufgaben zu erledigen, sondern wenn ihr zum Beispiel euch auch fortbildet und ihr macht diese kleinen Online-Kurse mit, die es hier in der, sag ich jetzt mal, Plattform gibt, dann könnt ihr auch an komplexeren Aufgaben arbeiten und werdet dann auch dafür bezahlt. Und übrigens, dann kann es übrigens auch sein, dass die Aufgaben, für die ihr bezahlt werdet, dass die ein bisschen mehr zahlen. Also die Aufgaben sind dann profitabler oder besser bezahlt als die Aufgaben, die man am Anfang durchgeführt hat. Dann noch vielleicht nochmal eine kurze Info, nämlich woher kommen denn eigentlich diese Aufgaben? Und hier haben sie es, finde ich, sehr gut beschrieben, nämlich we work with many companies from small startups to public companies. Some examples include self-driving car companies and t-shirt startups. They trust us and you with completing these tasks. Und das, wie gesagt, ist es. Das sind Unternehmen im Bereich IT, wie gesagt, oder im Bereich T-Shirt zum Beispiel, Designs und so weiter und so fort. Dann how do we earn? Ihr könnt, wie gesagt, jederzeit arbeiten, von praktisch morgens bis abends. Und die Auszahlungen erfolgen via PayPal immer am darauf folgenden Donnerstag. Dann vielleicht noch so ein paar Infos weiter hier unten, nämlich do I have to work a minimum number of hours to get a payout? Nein, keinesfalls. Also ihr müsst nicht zum Beispiel, sagen wir mal, 2 Stunden am Tag hier arbeiten oder 1 Stunde oder 30 Minuten oder wie viel auch immer. Ihr könnt hier ganz viele Stunden arbeiten, ihr könnt aber auch nur 10 Minuten da arbeiten oder gar nicht arbeiten. Das ist wirklich komplett euch überlassen und ihr könnt halt hier jederzeit starten, indem ihr auf Sign Up klickt. Sobald ihr auf Sign Up klickt, könnt ihr hier jederzeit die Verbindung zu Facebook herstellen oder ihr könnt eine Verbindung zu Google herstellen und könnt dann direkt hier anfangen zu arbeiten. Das ist also auch nicht wirklich kompliziert und dann, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, die Aufgaben zu erledigen, werdet dafür bezahlt und müsst euch dann da wirklich keinen Kopf machen, dass das Ganze funktioniert, weil nämlich die Plattform an sich ist sehr, sehr populär. Es gibt viele Leute auf YouTube, die schon Tutorials zum Thema gemacht haben und die zahlen tatsächlich auch aus. Was denkt ihr über RomoTasks? Schreibt es gerne in die Kommentarsektion rein. Ich finde, das ist eine wirklich interessante Plattform, gerade halt auch, weil es eine Plattform ist, die wirklich seriös wirkt. Es gibt viele Leute, die schon positive Erfahrungen gemacht haben und sicherlich mag es immer eine Person geben, die eine schlechte Erfahrung gemacht hat, aber ich habe bisher nur Gutes über die Plattform gehört und ist auf jeden Fall etwas, wo ich ehrlich zugeben muss, wo ich halt einfach keine Zeit für habe, wo ich aber von ausgehe, dass es für euch vielleicht interessant sein könnte. Wann genau kann man an solchen Aufgaben arbeiten? Ich würde euch einfach empfehlen, ungenutzte Zeiten zu nutzen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr sitzt abends vor dem Fernseher und ihr schaut irgendein Fernsehprogramm und es kommt dauernd Werbung, was ja leider so ist, dann nehmt doch einfach mal euer Handy oder euren Computer in der Werbepause raus, erledigt mal so ein paar Aufgaben hier und schon habt ihr vielleicht ein paar Cent, ein paar Euro hinzuverdient und ich finde es immer gar nicht schlecht, einfach solche Zeiten zu nutzen, nur ein bisschen was extra hinzuzuverdienen und das, wie gesagt, geht sehr gut mit RemoTasks. Übrigens, wenn ihr noch nach weiteren Wegen wie diesem hier sucht, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Nebenerwerb Meisterkurs. In diesem Kurs zeige ich euch ganz, ganz viele von genau solchen Strategien, wie ihr mit wenig Zeit online Geld verdienen könnt. Das sind alle Strategien, die ich selbst ausprobiert habe. Das sind alle Strategien, wo ich euch mit hinter die Kulissen nehme, in die Accounts nehme, euch wirklich zeige, wie das Ganze funktioniert, Schritt für Schritt. Sei es beispielsweise für kleine Einkommensströme wie diese Plattform hier, aber auch größere wie ein T-Shirt-Business, Amazon Kindle, Online-Kurs und so weiter und so fort. Immer mit dem Fokus, dass ihr nur weniger als 2 Stunden pro Tag in dieses Business investieren müsst. Das, wie gesagt, ist einfach die Zielvorstellung hier für diesen Kurs und darauf ist er auch ausgelegt, sage ich jetzt mal, also für die Leute, die wenig Zeit haben und sich einfach nebenbei etwas aufbauen möchten. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.